Deutsches Olympisches Jugendlager, ne? Das sind wir. Genau, das sind wir. Nur ihr beiden. ihr beiden seid das Deutsche Olympische Jugendlager. Hallo liebe Schwimmfans, wir haben uns wieder ein paar Gäste in die Schwimm-WG in Rio eingeladen. Heute sind die Janika und der Hans-Peter aus dem Deutschen Olympischen Jugendlager hier. Hallo, grüß euch. Hi. Hi Sebastian. Deutsches Olympisches Jugendlager, was ist das eigentlich? Also, im Deutschen Olympischen Jugendlager, wir sind 50 Jugendliche aus ganz Deutschland, Nachwuchssportler vor allem, und wir haben uns eben beworben im November, glaube ich, letzten Jahres, um eben nach Rio zu fliegen und hier vor allem eben den DSJ, also den deutschen Nachwuchssport, vor allem zu repräsentieren. Ja. Und ihr schaut euch unterschiedliche Veranstaltungen an, oder wie sieht so das Programm bei euch aus? Ja, genau, also Wettkampfbesuche stehen auf dem Programm, aber auch Workshops, Seminare, okay, also gerade so in die Richtung Bildung. Kultureller Austausch steht auch ganz oben. Also es sind nicht nur Wettkämpfe. Was gibt es da so für Beispiele? Also was macht ihr da zum Beispiel? Also gerade gestern hatten wir zum Beispiel Jugendliche aus den Favelas da, mit denen wir gerade uns ausgetauscht haben, wie die so leben, wie wir so leben. Und es war also echt interessant, mal die... Genau, eben auch dann so auf sportlicher Ebene. Also wir haben dann auch zusammen verschiedene Sportarten neu ausprobiert, Frisbee oder auch ganz interessant Rollstuhlbasketball oder Blindenfußball, solche Sachen. Und auf dem Sportlichen geht es dann, obwohl man vielleicht auch gar nicht die gleiche Sprache spricht, weil es ja mit dem Englisch bei denen sehr schwer ist. Und die eben kein Wort Deutsch, wir kein Wort Portugiesisch, meist manche eben. Aber durch das Sportliche ging es dann sehr gut, ja. Und sportlich, also wir sind ja Schwimm-WG, ihr seid selber auch Schwimmer, ne? Wo schwimmt ihr beide? Also ich schwimme in Leonberg momentan, werde aber dann nächstes Jahr auch wechseln. Und zwar zum... Ja, zu mir, ich schwimme beim Schwimmverein Schwimmen. Ach, ihr seid auch noch aus der gleichen Gegend. Also habt ihr das gewusst, dass ihr spielt? Nein, das war eher Zufall, ja, dass wir am gleichen Ende gelandet sind. Genau, also das ist vielleicht meine, also ich habe jetzt mein Abitur gemacht und mache mein FSJ nächstes Jahr zufälligerweise eben im Schwimmverein vom HP. Und genau, da ist es dann beim Vorstellungsgespräch zufällig, weil seine Mutter eben, bei der hatte ich das Vorstellungsgespräch, da sind wir zufällig drauf gekommen, dass wir beide eben Rio sind. Ja, coole Sache. Ja. Also ihr musstet auch so ein richtiges Bewerbungsverfahren durchlaufen, dafür mit Bewerbungsgespräch und so weiter. Das ist ja, also das war nicht ohne. Also die Bewerbung, die lief schriftlich ab, und da wurde halt gerade Wert drauf gelegt auf Sportliches, aber auch Soziales war ganz wichtig. Ihr habt es gerade gesagt, ihr seid selbst Schwimmer. Da wollen wir mal testen, wie ihr euch eigentlich mit dem Schwimmen so auskennt. Wir haben so ein kleines Spiel vorbereitet, unser Olympia-Ping-Pong. Funktioniert so, es gibt eine Kategorie und jeder von euch muss abwechselnd einen Begriff in der Kategorie nennen. Wer als erstes zögert, hat verloren. Okay. Also ich denke, die erste Kategorie ist Schwimm-Olympiasieger. Also nicht nur Deutsche, sondern insgesamt Schwimm-Olympiasieger. Wie wollen wir ausknobeln, wer anfängt? Ich würde sagen, die Dame fängt an und dann abwechselnd, wer zuerst zögert, hat verloren. Okay. Also bitte. Michael Phelps. Katinka Hostju. Ryan Lochte. Nathan Adrian. Missy Franklin. Cesar Cielo. Katie Ledecky. Britta Steffen. Sarah Sjöström. Das hat schon mal verliert. Okay. Also du hast den ersten Punkt. Yes. Genau. Dann würde ich sagen, in der nächsten Kategorie, der Verlierer fängt an. Ja. Okay, die nächste Kategorie ist Olympia-Austragungsorte. Rio. London. Peking. Athen. Sydney. Beijing. München. Beijing? Beijing? Peking. Okay, ja. So, also ausgeglichen. Also, wir haben noch eine Kategorie, sprich Winner takes it all. Konzentriert euch. Jetzt wieder die Janika als Erste. Und zwar Mitglieder aus dem aktuellen deutschen Team Schwimmen. Okay. Ich fange an. Paul Biedermann. Franziska Hentke. Steffen Deibler. Damian Wirling. Jakob Heidmann. Florian Vogel. Und das war es. Das war aber früh, also, das war richtig schlecht. Hab ja gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt wieder keinen Preis, aber die Ehre.
Alles klar. Also wie gesagt, ihr könnt ja dann noch das Wissen so ein bisschen vertiefen bei den Schwimmwettbewerben, wenn ihr sie euch dann anguckt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und auch noch viel Spaß dann im Jugendlager. Ja, vielen, vielen Dank. Dank, dass ihr hier sein durften. Ja, gerne. Auf jeden Fall.